Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich im Namen der IKB Deutsche Industriebank zu unserem Webseminar begrüßen. Wir möchten Ihnen im Rahmen unseres Vortrags zunächst einen kurzen Überblick über die konjunkturellen Entwicklungen und Trends in wichtigen Abnehmermärkten von Rohstoffen geben. Danach die Rohstoffe Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelmetalle und die energetischen Rohstoffe Öl und Gas sowie die Kunststoffe beleuchten. Anschließend stehen wir Ihnen gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ich darf jetzt zunächst im Start an Dennis Rauen, meinen Kollegen, übergeben, der Ihnen unsere Sicht der Dinge auf die konjunkturellen Rahmenbedingungen schildern wird. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Webseminar. Wir starten direkt mit einem Blick auf die BIP-Entwicklung in wichtigen Regionen, mit einem globalen Blick. Das dürfte hier nicht verwundern, was wir grafisch aufbereitet haben, und zwar, dass die Corona-Krise sich global deutlich bemerkbar macht. Wenn wir uns die Entwicklung des realen BIPs anschauen, sehen wir eigentlich auf ganzer Ebene in jeder Region deutliche Rückgänge, die für 2020 prognostiziert werden. Da sind wir zwischen -5 und -10%. Einzig und allein China noch mit einem, mit einem positiven Wachstum, was natürlich daran liegt, dass sie, wie man hier auch schön grafisch aufbereitet sieht, von einem ganz anderen Niveau herkommen und auch deutlich rigoroser mit dem Virus umgegangen sind, stärker reagiert haben. Wir sehen jetzt auch weitere Unsicherheit für 2021. Wenn wir in die USA gucken, da sehen wir das momentan wieder, ja, ich weiß nicht, ob man von einer zweiten Welle sprechen kann oder ob die erste Welle noch da ist, dass da die Fallzahlen oder die Neuinfektionen wieder massiv ansteigen. Wir haben auch innerhalb der EU, wo sich die Situation Gott sei Dank etwas beruhigt hat, unterschiedliche Auswirkungen gespürt. Wenn Deutschland und Österreich einigermaßen gut, möchte ich mal in Anführungsstrichen sagen, aber gut durch die Krise gekommen sind, durch die Pandemie, haben wir in Italien, Spanien und Frankreich ein ganz anderes Bild gehabt. Und dementsprechend wird sich das unterschiedlich in den BIP-Entwicklungen niederschlagen. Und zu guter Letzt, man wird sich daran erinnern, gibt es auch noch den Brexit, der so im Hintergrund schwebt. Und auch da gibt es große Unsicherheit, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, ob ein geregelter oder ein ungeregelter Brexit kommt. Ich übergebe gerne nochmal an meinen Kollegen, Herrn Dr. Büchner. Ich möchte noch einen Satz ergänzen. Unsere ganzen Prognosen auch im Folgenden gehen davon aus, dass wir keinen zweiten großen Shutdown in Europa bekommen. Ja, ein kurzer Blick auf die Automobilindustrie. Wir werden dieses Jahr einen starken Rückgang der weltweiten Automobilproduktion erfahren. Wir erwarten lediglich eine Erzeugung von gut 68 Millionen Light Vehicles. Das ist gegenüber dem letzten Jahr nochmals ein Rückgang von über 20 Millionen Einheiten, und zwar querbeet in allen Regionen. Für die nordamerikanische Produktion wird nur noch eine Produktion von 12,3 Millionen Light Vehicles erwartet. Unsere Kollegen von der Wells Fargo Bank sind dann noch pessimistischer. Die glauben sogar, dass die Produktion deutlich unter die 12 Millionen fallen wird. Wir sehen auch hier im nächsten Jahr nur eine schwache Erholung. Das Vorkrisenniveau von 2018 wird unserer Meinung nach wahrscheinlich erst 2025 oder 2026 wieder erzielt werden. China gibt es wieder positive Absatzmeldungen seit April. Da wissen wir auch von unseren Kundenfirmen mit Produktionsstandorten dort, dass man eigentlich schon wieder auf einem sehr erfreulichen Niveau sich befindet. Ja, wie sieht es im Maschinenbau aus? Der Maschinenbau, und das ist jetzt hier die Produktion in Deutschland, wird einen kräftigen Einbruch erleiden. Wir hatten im letzten Jahr ja schon einen minimalen Rückgang in etwa um knapp 1 Milliarde US-Dollar, aber wir werden dieses Jahr einen Einbruch von mindestens 20% sehen. Er wird sehr gravierend in Deutschland ausfallen, weil sowohl die Nachfrage im Inland als auch die Nachfrage auf den wichtigsten Exportmärkten des deutschen Maschinenbaus massiv belastet ist.
Insbesondere leidet der Maschinenbau natürlich auch unter der geringen Nachfrage der Automobilindustrie. Und wir erwarten ein deutliches Absinken der Kapazitätsauslastung. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Nachfrage nach wichtigen Rohstoffmärkten. Ja, wie sieht es bei der Bauwirtschaft aus? In Deutschland bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Es könnte hier ein Rückgang in der Größenordnung maximal von 2% passieren. Das hat mehr mit dem Schließen von einzelnen Standorten zu tun. Und wir werden in diesem Fall auch sehen, dass wir in Westeuropa eigentlich auch einen relativ stärkeren Rückgang sehen werden. Das hat natürlich damit zu tun, dass gerade Italien und Spanien, aber auch Frankreich, Riesen-Shutdowns auch auf ihren Baustellen hatten. Mittelfristig erwarten wir aber im nächsten Jahr wieder eine deutliche Erholung, auch nächstes Jahr schon wieder ein kräftiges Anziehen. Und im Jahr 2022 wird sich die Situation weiter positiv entwickeln. Osteuropa ist übrigens wesentlich weniger stark von der Krise betroffen. Positiv stärkt der Wohnungsbau im nächsten und übernächsten Jahr. Der Gewerbebau wird allerdings längerfristig leiden. Ja, und das hat natürlich sofort ganz massive Auswirkungen, insbesondere auf den Stahl, der ja doch auch immer noch ein wesentlicher Rohstoff für die Bauindustrie ist. Die Weltstahlproduktion ist in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres um 5% eingebrochen. Wir haben hier in Westeuropa und vor allen Dingen in Südeuropa besonders pointierte Rückgänge gesehen, aber China hat schon wieder um 1,9% zugelegt und wir erwarten im Gesamtjahr einen Rückgang von nur gut 3%. Dazu wird aber vor allen Dingen China stärker zu beitragen. Wir erwarten China einen Anstieg von über 2%. In Deutschland werden wir deutlich unter 40 Millionen rauskommen. Ich vermute, wir werden in der Größenordnung von etwa 38 Millionen zum Jahresende rauskommen. Vor diesem Hintergrund ist eigentlich die Entwicklung der Stahlpreise bisher vergleichsweise harmlos durch die Krise gekommen, auch gerade wenn ich es durch einige andere Rohstoffmärkte vergleiche. Das hat damit zu tun, dass wir zuletzt deutlich anziehende Eisenerzpreise hatten. Auch die Schrottpreise gaben zuletzt eigentlich nur leicht nach. Das hat aber mehr damit zu tun, dass das Angebot bei Schrottpreisen sich deutlich verknappt hat. Und die dürften auch nach der Sommerpause wieder anziehen. Bis Ende August sehen wir nochmal einen leichten Rückgang der Stahlpreise, danach eine leichte Belebung. Aber ganz entscheidend, in der Stahlbranche hat sich hervorgerufen durch anziehende Erzpreise und durch relativ stabile, nur leicht rückgehende Schrottpreise die Margen natürlich erheblich verknappt. Die Stahlhersteller stehen eigentlich deutlich unter Druck, Preisanhebungen, sobald es geht, wieder weitergeben zu können. Was wir aber auch sehen, wir vermuten, dass ab Sommer in den nächsten Monaten ein deutlicher Importdruck auf den deutschen Markt kommt, hervorgerufen vor allen Dingen durch unsere Freunde in Südeuropa. Gerade Italien, Spanien hatten ja längere Shutdowns in ihrer Stahlindustrie. Die werden natürlich versuchen, einen Teil der Verluste durch zunehmende Importe auch nach Europa weiterzugeben. Einen kurzen Blick auf die Legierungsmetalle, bevor wir zu den rostfreien Stahlproduktionen kommen. Wir sehen dieses Jahr einen deutlichen Rückgang des Nickelverbrauchs auf rund 2,4 Millionen Tonnen. Die Lagerbestände an der LME haben sich zuletzt stabilisiert. Es befinden sich auch noch 28 Tonnen an der Shanghaier Börse. Wir sehen den Nickelpreis deshalb weiter bis Ende des dritten Quartals in einer Bewegung um die Marke von 12.500 US-Dollar. Bei Ferrochrom gerieten die Preise schon zum Jahresende 2019 deutlich unter Druck. Das lag vor allen Dingen damit zusammen, dass wir in 2018 und 2019 Kapazitätserhöhungen in China hatten, was diesen Druck ausgeübt hat. Derzeit kommt es allerdings schon zu Kapazitätsreduktionen. Das stabilisiert die Ferrochrompreise bei etwa 7 US-Dollar je Kilogramm rein Chromgehalt.
Wir erwarten auch im laufenden Quartal einen höheren Ferrochrom-Benchmarkpreis, vor allen Dingen im vierten Quartal einen deutlich höheren. Bei Ferromolybdän wird es dieses Jahr einen deutlichen Rückgang der Produktion geben. Wir sehen ein Produktionsvolumen von 240.000 Tonnen und wir prognostizieren den Preis weiter in einem Band um die 20 US-Dollar je Kilogramm. Ja, bei der rostfreien Stahlproduktion hatten wir letztes Jahr einen neuen Rekord von 52,2 Millionen Tonnen. Wir haben gerade ganz frisch die Zahlen erstes Quartal bekommen. Das gab einen Einbruch von 8% insgesamt weltweit, in China 9%. Aber wir hatten natürlich in China auch im ersten Quartal den großen Shutdown. China steht weiter für über die Hälfte der weltweiten Rostfreiproduktion. Wir erwarten dieses Jahr eine Produktion in der Größenordnung von 51 bis 51,5 Millionen Tonnen. China wird am Ende des Jahres ungefähr 29 Millionen Tonnen produzieren, also seine Position weiter ausbauen. Bei den Preisen hatten wir zuletzt stagnierende Legierungszuschläge für die 43er Güten und für die 44er sind es im laufenden Monat rund 2% günstiger. Das heißt, die Margen werden sich auch dort weiter verengen. Wir erwarten bei den Basispreisen eine leichte Belebung im laufenden Jahr. Wir sehen Ende September ein Basispreisniveau, wie wir es etwa im Mai hatten. Das heißt, diesen starken Einbruch des Junis werden wir weitgehend kompensiert bekommen und wir werden wieder bis Ende September auf das Mai-Niveau zurückkommen. Ja, deutlich positiver sieht es im Aluminiumbereich aus. Wir haben bis Ende Mai einen Zuwachs der weltweiten Produktion von 1,4% gehabt, aber auch hier natürlich stark getragen von der Entwicklung in China. Die Lagerbestände an der Londoner Metallbörse bewegen sich Stand heute Morgen bei etwa 1,62 Millionen Tonnen. An der Shanghaier Börse sind sie auf etwa 0,22 Millionen Tonnen gesunken. Wir haben da leicht gegenläufige Entwicklungen gehabt, sodass wir insgesamt dort bei den Börsen eigentlich die letzten 4 bis 6 Wochen eine weitgehend stabile Gesamtbestand hatten. Die investive Nachfrage ist allerdings deutlich eingebrochen. Wenn wir einmal die reinen Börsenbestände nehmen, langen die bei Aluminium für den Verbrauch weltweit von gut 9 Tagen im laufenden Jahr. Das heißt, es ist nicht extrem üppig. Wenn wir das einmal mit dem Zeitpunkt der Jahre 2017, 2018 vergleichen, das sind die Bestände natürlich deutlich runtergekommen. Wir erwarten weiter bis Ende September eine Bewegung bei Primäraluminium um die Größenordnung von 1.650 US-Dollar je Tonne. Wir lagen zum Monatsende Juni bei 1.602 US-Dollar. Da ist noch ein bisschen Luft bis Ende des Quartals dran. Die Aluminium Alloy, die Sekundärlegierung, wird sich etwa 400 bis maximal 350 US-Dollar darunter bewegen. Wir erwarten allerdings ganz klar im vierten Quartal deutlich anziehende Preise für Primäraluminium. Wir unterstellen hier bei dieser Prognose, dass wir dann eine deutlich höhere Nachfrage aus der Automobilindustrie sehen werden. Der Trend zum Leichtbau wird auch durch Corona nicht gebrochen werden. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Nachfrage aus dem Maschinenbau. Auch dort wird man stärker auf Aluminium, auf Leichtbauprodukte setzen. Ja, in der Kupferindustrie hatten wir im ersten Quartal einen leichten Anstieg der Kupferminenproduktion, aber einen Rückgang des Verbrauchs um 2,5%. Das lag vor allen Dingen an der deutlich geringeren Nachfrage Chinas, das ja in diesem Quartal seinen großen Shutdown hatte. Wir erwarten im Laufe des Jahres einen anziehenden Bedarf. Der Tiefpunkt der Nachfrage dürfte etwa im Mai diesen Jahres erreicht worden sein. Ab dann sehen wir deutlich höher anziehende Nachfragen. Im Gesamtjahr wird der Markt hier im Defizit sein, wird ein leichtes Defizit ausweisen. Also nicht groß, aber ein leichtes Defizit in der Größenordnung bis etwa 50.000 Tonnen maximal.
Die Lagerbestände an der Börse in Shanghai sind schon kräftig abgeschmolzen, an der LME sind sie leicht rückläufig. Die investive Nachfrage hat hier zuletzt deutlich angezogen. Im Juni stieg die Anzahl der Handelskontrakte auf Aluminium um ungefähr 50.000 Stück. Das ist eine kräftige Entwicklung. Wir sehen bis Ende September eine Bewegung des Kupferpreises in der Größenordnung um die Marke von 6.000 US-Dollar. Allerdings hier mit einem relativ großen Band von 750 US-Dollar. Weshalb so ein großes Band? Wir erwarten, dass die investive Nachfrage sich deutlich beleben wird nochmal. Und das kann dann bei Fälligstellungen sehr schnell, wenn sich der eine oder andere Investor mal verschätzt hat, zu größeren Ausschlägen in der Größenordnung von 300-400 US-Dollar kommen. Ja, ich, mit Gold beschallt sie jetzt wieder heraus erstmal. Genau, ich übernehme. Vielen Dank, Heinz-Jürgen. Ich führe jetzt mal ein bisschen durch die Edelmetalle. Wir starten mit Gold und die Überschrift sagt schon, Gold macht seinem Ruf als sicherer Hafen alle Ehre. Die Ausgangslage ist, dass wir seit Mitte 2018 eine Preisrallye gesehen haben, die abgesehen von Rücksetzern zwischendurch eigentlich bis heute anhält. Allein dieses Jahr, also 2020, ist der Goldpreis um mehr als 35% gestiegen. Es gab zwischendurch einen Rücksetzer im Zuge der allgemeinen, Panik auf den Kapitalmärkten. Das ist auch an Gold nicht spurlos vorbeigegangen. Und derzeit, wir haben jetzt hier unten den 30.06. als letzten Stand notiert, sind wir aber nach wie vor in diesem Preisbereich von 1780, 1785 US-Dollar je Unze. Und damit notiert der Goldpreis nicht mehr ganz so weit von seinem Allzeithoch bei rund 1900 US-Dollar entfernt. Hauptantreiber ist hier vor allem die investive Nachfrage. Wir haben im April und Mai Zuflüsse von 10% gesehen. Da wird sicherlich positiv oder verstärkend gewirkt haben, dass eben dieser Preisrücksetzer auch Anfang März kam. Da ist der Goldpreis dann teilweise aufgrund der Geschehnisse rund um Corona um bis zu 12% eingebrochen. Und das werden sicherlich auch viele als Kaufgelegenheit wahrgenommen haben. Zum anderen haben wir dann die Nachfrage aus der Industrie. Die ist im ersten Quartal 2020 um 8% zurückgegangen. Wir erinnern uns an unsere Eingangsslides, wo verschiedene Branchen und die Wirtschaftsentwicklung insgesamt auf der ganzen Welt zurückgegangen ist. Und das ging auch hier nicht spurlos am Rohstoff Gold vorbei. Gleichzeitig aus dem Segment Schmuck, aus dem Nachfragesegment, haben wir einen fast schon dramatischen Rückgang. Leuchtet natürlich auch ein. Wir haben hier Indien und China als Hauptabnehmer und hier gerade China war natürlich am Anfang sozusagen als Startpunkt der Pandemie natürlich deutlich betroffen. Das wird sich aber im Laufe des Jahres wieder ein bisschen einfangen und wieder ein bisschen auf Normalniveau in Anführungsstrichen zurückkehren. Deswegen sehen wir da aus unserer Sicht auch weiterhin einen positiven Preistrend, der sich durch die zweite Jahreshälfte ziehen wird. Auch wenn sich das etwas verhaltener gestalten wird. Sprich, wir sehen, dass ja auch die Industrienachfrage wieder anzieht, sprich die Konjunktur erholt sich und auch im Bereich Schmuck, um jetzt mal diese beiden großen Komponenten zu nennen, wird sich das Ganze etwas beruhigen. Nichtsdestotrotz ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Corona-bedingt da heftigere Ausschläge passieren, aber davon sehen wir jetzt gerade einfach mal ab und unterstellen da einen weiteren, sage ich mal in Anführungsstrichen, positiven Verlauf. Bei Silber haben wir im Endeffekt die gleiche Ausgangssituation mit Blick auf die Nachfrage. Auch hier haben wir die Bereiche Industrie und Schmuck, die über 70% der Nachfrage ausmachen. Und gerade die beiden Bereiche sind, wie auch gerade schon bei Gold, deutlich von der Krise betroffen. Wie gesagt, die Nachfrage aus der Industrie ist aufgrund des Konjunktureinbruchs deutlich zurückgegangen. Auch hier, Schmuckbranche, haben wir wieder China und Indien als Hauptnachfrager, nenne ich es mal. Und das wird auch an Silber nicht spurlos vorbeigehen.
Im letzten Jahr hatten wir gerade noch ein knappes Plus bei der Nachfrage von 0,4%. Das war aber deutlich getragen von der investiven Nachfrage. Die ist auch hier, hat auch hier deutlich angezogen und das erwarten wir auch im weiteren Verlauf des Jahres. Und da wird sich natürlich konjunkturbedingt die Nachfrage aus Schmuck und Industrie weiter erholen, aber natürlich noch nicht zum Vorkrisenniveau zurückkehren. Und wie auch gerade schon bei Gold gesagt, hängt das natürlich maßgeblich von dem Verlauf der Pandemie statt. Lichtblick in der industriellen Nachfrage ist der Bereich Photovoltaik. Und hier macht sich natürlich bemerkbar, dass der Umschwung ansteht auf erneuerbare Energien, weg von fossilen Energieträgern. Und das wird mittelfristig ungebrochen bleiben. Da ändert auch Corona nichts dran. Und da sehen wir auf jeden Fall positive Einflüsse auf die Nachfrage. Ja, und zu guter Letzt ein Blick auf Platin und Palladium. Auch hier der gleiche Tenor, die Industrienachfrage. Ich setze jetzt mal in Anführungsstrichen grob gleich mit der Nachfrage aus der Automobilindustrie, denn die ist hier wirklich maßgeblich. Und wie Herr Dr. Büchner schon eingangs gesagt hat, oder wie wir gezeigt haben auf unserer Automobilbranchen-Slide, sehen wir hier mittelfristig keine Rückkehr zum Vorkrisenniveau. Und das wird sich auch auf Platin und Palladium deutlich auswirken. Die gerade Palladium hat, wenn wir es mal hier sehen, im Grunde seit 2016 eigentlich eine, ich sag's mal, krasse Preisrallye hingelegt, die jetzt natürlich auch erstmal zum Stoppen gekommen ist. Wir sehen da eine leichte Bodenbildung, weil eben auch die Konjunktur wieder anzieht und damit auch die Automobilindustrie. Aber hier sehen wir dann wirklich deutlichen Druck auf die Preise und das wird natürlich auch im Laufe des Jahres sich ein bisschen entspannen, das ist ganz klar. Da hat natürlich auch ein bisschen Panik, insgesamt Marktpanik dazu beigetragen, dass die Preise so eingebrochen sind. Aber wenn wir jetzt mal die Automobilindustrie als maßgeblich ansehen, dann wird sich das auch in diesem Jahr zwar erholen, aber kaum auf den Peak zurückkehren und deswegen sehen wir da eine volatile, sage ich mal, Seitwärtsbewegung um das derzeitige Preisniveau. Und durch die restlichen Slides führt sie nochmal mein Kollege Herr Dr. Büchner. Ja, kommen wir jetzt zum Rohölmarkt. Wir haben in diesem Jahr einen nie dagewesenen Einbruch in der Förderung in den USA gesehen. Es hat sich zu Jahresbeginn ja eine rückläufige Nachfrage abgezeichnet. Saudi-Arabien versuchte daraufhin mit seinen wichtigsten Partnern sich auf eine Kürzung der Fördermenge zu verständigen. Russland hat das nicht mitgemacht. Und daraufhin hat natürlich im Februar die Saudi-Arabien einfach den Ölhahn aufgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat zu einem flächendeckenden Verfall der Rohölpreise geführt. Der erste Leidtragende davon waren die USA, denn Fracking rechnet sich eigentlich nur richtig bei Rohölpreisen deutlich über 50 US-Dollar je Barrel. Und Erfolg waren, dass die Anzahl der aktiven Bohrlöcher der Mitte März noch bei ungefähr 680 lag, auf 185 am 3. Juli diesen Jahres eingebrochen ist. Gleichwohl sind die Lagerbestände in den USA immer noch tendenziell gut gefüllt. Das lag aber mehr daran, dass man nicht verbraucht hat. Und deshalb ist die USA im Moment relativ entspannt, was die Rohölversorgung trotz Einbruchs der eigenen Förderung bei Fracking anbelangt. Ja, wir sehen im laufenden Jahr einen rund 10% geringeren Rohölbedarf insgesamt. Der betrifft eigentlich alle Regionen inklusive China. Bezogen auf die Förderung wird außerhalb der OPEC die Fördermenge um 3,2 Millionen Barrel pro Tag abgesenkt. Das heißt, die Nicht-OPEC-Staaten tragen ungefähr ein Drittel dazu bei. Und das ist primär die USA, die das trägt. Und gleichzeitig muss aber die OPEC ihren Rohölausstoß auf nur noch 28,8 Millionen Barrel pro Tag reduzieren. Davon entfallen ungefähr gut 5 Millionen Barrel pro Tag auf Natural Gas Liquids und der Rest eben auf die traditionelle Rohölförderung.
Ein Großteil der bisherigen Forderungen ist umgesetzt. Das haben Sie auch gesehen mit dem Preisanstieg im Juni schon. Allerdings hat die OPEC auch im Moment kein Interesse, dass der Preis allzu stark steigt, denn dann würden ja wieder das ein oder andere Bohrloch in den USA ganz schnell wieder aufgemacht. Wir sehen deshalb bis Ende März, September eine Bewegung um die Marke von 43 US-Dollar je Barrel Brent. WTI ist ungefähr um 3 US-Dollar je Barrel darunter. Und auch bei Erdgas ist derzeit die Versorgung auf einem sehr hohen Niveau. Die Lagerbestände in den USA liegen um 30% über dem Vorjahreswert. Der amerikanische Referenzpreis Henry Hub liegt bei 1,76 US-Dollar je Million Barrel BTU. Für diejenigen, die die Abkürzung nicht kennen, BTU steht für British Terminal Unit, hält sich immer noch bei Erdgas und im angelsächsischen Raum. Es ist die Menge Energie, die man braucht, um ein Pfund, und zwar ein britisches Pfund Wasser, um 1 Grad Fahrenheit zu erwärmen. Also ist im Rest der Welt nicht mehr ganz publik, aber dort hält es sich noch. Die deutsche Erdgasförderung lag Ende April um 13% unter dem Vorjahresniveau. Das ist seit langen Jahren ja ein stark rückläufiger Trend. Es wird immer durch Importe überkompensiert und infolge der starken Ölpreisbildung ist der Gaspreis im April um über 700 Euro gefallen. Wir gehen aber aufgrund der festen Rohölnotierung davon aus, dass es jetzt in den nächsten Monaten zu einem leichten Anstieg des Grenzübergangpreises für Deutschland kommt. Ja, was heißt das jetzt für die Kunststoffpreise, die ja in der Regel auf der Basis von Erdgas oder Erdöl produziert werden? Wir haben im Juni schon anziehende Naftanotierungen gesehen. Wir hatten im Juni auch schon höhere Kontraktpreise für Ethylen und Propylen. Aber was Sie im oberen Chart sehen, die Spotmarktpreise sind noch weiter nach unten gegangen. Wir erwarten allerdings im Laufe der Sommermonate weiter feste Rohölnotierungen und entsprechend auch festere Preise für die intermediären Produkte Naphtha, Ethylen und Propylen. Die höheren Kontraktpreise haben auch im Juni schon dazu geführt, dass die meisten Kunststoffe sich, ich würde mal sagen, stabilisiert haben oder stabil seitwärts gegangen sind. Bei HDPE, High Density Polyethylen, haben wir einen Anstieg um 15 Euro je Tonne gesehen. PVC ist etwa im gleichen Maße gestiegen und auch bei Polypropylen, bei den Homopolymeren haben wir einen Anstieg um ungefähr 20 US-Dollar gesehen. Bei Polystyrol einen ganz starken Sprung, vor allen Dingen auf den asiatischen Märkten ausgelöst. Das war der stärkste Anstieg von insgesamt immerhin 46 US-Dollar je Tonne. Die einzige Ausnahme war PET. Da ist der Markt extrem gut versorgt und hier hat vor allen Dingen in Europa doch das fehlende Veranstaltungsgeschäft gestört, was die Flaschennachfrage entsprechend deutlich reduziert hat. Wir sehen bei den Polymerpreisen bis Ende September eine deutliche Belebung und erwarten eigentlich auch, dass in den nächsten Monaten PET sich zumindest stabilisiert bzw. leicht erholt. Aber wir werden unseres Erachtens nicht auf das Preisniveau vom Februar kommen. Wir werden bestenfalls eine Belebung irgendwo zwischen dem März- und April-Niveau der Preise sehen. Ja, das ist jetzt erst einmal bei uns der erste Blick darüber. Wir stehen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Da jetzt bis den ersten Fragen kommen, vielleicht noch kurz eine Einschätzung von uns zu den Märkten, die wir nicht direkt bearbeitet haben, nämlich Zink und Blei. Bei Zink haben wir derzeit ein Preisniveau von gut 2000 US-Dollar je Tonne. Wir sehen da eigentlich in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren, dass der Markt einen kleinen Angebotsüberschuss zu erwarten ist. Das hängt damit zusammen, dass wir vor allen Dingen
am Jahresanfang auch in der Bauwirtschaft in China einen deutlichen Rückgang gesehen haben in der Bauindustrie. Das ist hier doch eine Situation, die wird sich im Laufe dieses Jahres ändern. Wir werden in China eine deutlich anziehende Bauproduktion im zweiten Halbjahr haben und das wird natürlich auch die chinesische Nachfrage nach verzinkten Blechen entsprechend stimulieren und auch wir sind auch etwas positiver gestimmt, was Zinkdruckguss anbelangt. Vor allen Dingen aber glauben wir, dass der ganze Bereich der Zinkchemie auch im laufenden Jahr eine deutliche Belebung sehen wird. Wir haben gerade die Frage reinbekommen, ob wir diese Präsentation zur Verfügung stellen können. Schicken Sie uns bitte eine kurze E-Mail und wir senden die Ihnen dann gerne zur Verfügung. Sie werden die Präsentation auch auf dem IKB-Blog ab morgen downloaden können. Ab Donnerstag höre ich gerade, ab Donnerstag downloaden können. Also wir stellen Ihnen die Präsentation natürlich gerne zur Verfügung. Ja, wir hatten dann noch den Bereich Blei. Auch der Bleimarkt wird dieses Jahr ein Überangebot haben. Und das wird aber auch nicht ganz dramatisch ausfallen. Der Markt ist eigentlich nicht besonders üppig versorgt an den Börsenbeständen. Wir haben an den Börsen zusammen keine 100.000 Tonnen Blei zur Verfügung stehen. Das ist ganz klar auch zu sehen, dass sich das im Laufe des Jahres etwas stabilisieren wird. Wir bekommen eine Frage zu Kupfer rein. Sind im Kupferpreis nicht erhebliche spekulative Anteile enthalten, die sich auf der Sorge vor Produktionsausfällen gründen und würde deren Wegfall nicht einen deutlichen Preisdruck auslösen? Ja, ist richtig. Aber wir haben mit Sicherheit auch in der Kupferproduktion, gerade was die Sekundärkupferproduktion beispielsweise in Italien und anderen südeuropäischen Ländern anbelangt, in den Monaten des zweiten Quartals eine Produktionsunterbrechung gehabt. Wir haben auch gerade bei Sekundärwerken in China noch deutliche Produktionsausfälle gesehen. Also vor dem Hintergrund glauben wir eigentlich, dass von der physischen Situation her die Situation gar nicht so schlecht aussieht für Kupfer. Spekulative Elemente in der investiven Nachfrage, ganz klar, das kann auch zeitweise zu größeren Preisschwankungen führen. Deshalb haben wir hier auch ein relativ hohes Band von 750 US-Dollar auch gesehen. Und wir glauben nicht, dass der Preisdruck so groß ist. Sie sehen eigentlich auch deutlich den Rückgang der Börsenbestände, wenn ich mal die Kupferbestände an der LME, an der COMEX und an der Londoner Metallbörse zusammennehme, sind das zurzeit ungefähr eine Größenordnung von rund, ja, sagen wir mal 400.000 Tonnen. Das ist bezogen auf den zu erwartenden Jahresverbrauch von 24 Millionen Tonnen Kupfer, im Moment eine Menge, die für den Verbrauch von 6 Tagen langt, das ist nicht besonders üppig. Also vor dem Hintergrund sind wir hier eigentlich nicht in der Situation, dass wir da einen starken Preisverfall bei Kupfer erwarten. Er liegt im Moment bei ungefähr 6.000 US-Dollar am Tag, die Notierung derzeit. Ich glaube nicht, dass der Kupferpreis dieses Jahr langfristig stärker unter die 5.500 nochmal absacken wird. Ich glaube vielmehr, wenn wir die Produktionszahlen der nächsten Monate sehen werden, dass wir hier eine Stabilisierung des Kupferpreises erwarten können. Vielleicht als Nachtrag, wenn Sie im Nachgang auch noch Fragen haben, können Sie die gerne entweder an Herrn Dr. Büchner oder an mich per E-Mail oder an info@ikb.de senden. Manchmal muss man das ja auch so ein bisschen sacken lassen und hat nochmal danach ein paar Ideen, was man noch hätte fragen können. Und da stehen wir natürlich gerne auch noch zur Verfügung. Ja,
Wenn keine weiteren Fragen von Ihnen mehr sind, dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn wir im Nachgang noch Fragen von Ihnen beantworten können. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Teilnahme. Hat Spaß gemacht und genau, das wird hoffentlich nicht das letzte Webseminar mit Blick auf die Rohstoffe gewesen sein. Tschüss. Herzlichen Dank.